Ja, 14:35 Uhr, Freitag, der 28. Mai 2021. Ich würde sagen, wir können langsam loslegen. Die Leute, die schon im Zoom-Meeting ist, lade ich herzlich ein, die Kameras anzumachen. Das ist immer nett, wenn man Menschen sieht. Die Leute, die beim YouTube-Livestream dabei sind, freut mich auch. Willkommen an euch. Wir werden sehen, ob wir das nicht eh so machen werden, dass wir das Zoom-Meeting für alle Leute öffnen. Genau, aber schön, dass ihr schon mal alle da seid. genau, ich würde ein bisschen erzählen, wie es überhaupt zu dieser Veranstaltung gekommen ist oder was wir uns dabei so gedacht haben. Genau, und dann so ein bisschen zu Orga-Sachen und dann machen wir ein bisschen Kennenlernen, vielleicht, wenn wir noch Zeit haben dazu. Ja, unsere Motivation für diese Tagung. Diese Tagung zu organisieren, war vor allem, dass wir festgestellt haben, dass wir Linken sehr gut sind, Kritik zu äußern oder Kritik am bestehenden System zu äußern und darauf hinzuweisen, was alles falsch läuft mit diesem Patriarchat und diesem Kapitalismus und so weiter. Und dann auch ein bisschen über Praxis reden, also nicht nur, was ist falsch, sondern was können wir jetzt tun konkret. Aber wir nicht so viel darüber sprechen, wo wollen wir eigentlich hin und wie kommen wir dahin? Also diese Frage nach Utopie und Transformation oder hier kann man es vielleicht auch nach antiautoritärem Kommunismus und Revolution nennen. Also die Fragen tauchen nicht so stark auf. Und darum haben wir, was uns wichtig, mehr über Utopie zu sprechen und eben einen Diskurs zu eröffnen über Kommunismus oder so einen Kommunismus- und Utopie-Diskurs neben einem Kritik- und Praxisdiskurs. Und das soll das gar nicht ersetzen und so weiter. Ich glaube, das kann sich gut erweitern, aber wir haben festgestellt, dass es mal wichtig ist, darüber zu reden, wo wir eigentlich hinwollen. Weil ich fand es immer ganz spannend, dass ich bin auch in der Szene, in dieser linken Szene so aktiv und da weiß man relativ gut, wie die Leute zu Israel stehen und vielleicht auch noch, wie sie zu Queerfeminismus stehen oder so. Aber man weiß dann nicht genau, wie sie sich eigentlich eine befreite Gesellschaft vorstellen oder wie die organisiert ist. Oder gibt es da noch eine Verteilung des Reichtums über Arbeit und Leistung? Oder gibt es eine Verteilung nach Bedürfnissen oder nach Gleichheit? Oder wem gehören dann die Häuser und wie gehen wir mit den Häusern um und wem die Produktionsmittel? Und darum fanden wir das wichtig, mal so mehr über solche Sachen zu sprechen. Genau, und da auch einen Raum zu öffnen, weil wir es, glaube ich, ganz wichtig finden, wenn wir über Utopie reden, dass wir dafür, also das soll nicht einfach so ein Reden für sich sein, sondern davon lernen wir dann auch für die Transformation und für die Veränderung heute vor Ort, weil wenn wir auf so etwas ziehen wie einen grünen Kapitalismus oder so etwas, so eine grüne Marktwirtschaft, dann würde ich zum Beispiel eher in die grüne Partei eintreten oder sowas und dort irgendwie kämpfen. Und wenn wir, genau, unsere heutige Praxis ist einfach davon geprägt, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Es gibt in der Linken dann so zwei große Antworten, mit Utopie umzugehen. Das eine ist so Bilderverbot. Wir dürfen überhaupt nicht über Utopie reden. Und ich glaube, ihr kennt das alle. Wenn ihr so Leute trefft, dann wollen die überhaupt gar nicht drüber reden, weil das immer autoritär ist. Und wir haben ja auch ein Ding von Bini dazu genommen, wo sie schön beschreibt, dass Sprechen über Utopie überhaupt nicht autoritär ist, sondern eher Möglichkeiten eröffnet, wenn es ein transparenter Diskurs ist und nicht, ich habe die Wahrheit und alle anderen haben keine Ahnung. Genau. Und den Schwerpunkt, den wir in dieser Tagung angelegt haben, den habt ihr, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob der so deutlich wurde, aber am Podium heute Abend wird er, glaube ich, noch deutlich, war eben diese Frage von der Lohnarbeit beziehungsweise der Arbeit, je nachdem, wie man es nennt. Wenn der traditionelle Marxismus in seiner Kritik vor allem Klassen, Ausbeutung und Ungerechtigkeit kritisiert und da diese Utopie in einen Staatssozialismus formuliert oder einen staatlichen Sozialismus, wo einfach gilt, jeder nach seinen Fähigkeiten und jeder nach seiner Leistung und dann erst später die kommunistische Phase kommt, wo gilt, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, dann gibt es viele. Dann hat es ja nicht so gut funktioniert auf der einen Seite, auch wenn da Sachen am Realsozialismus ja total zu schätzen sind, wie mehrere Leute hier, glaube ich, auch noch stark machen werden. Aber es hat zum Teil eine relativ oder einige MarxistInnen und andere KritikerInnen argumentieren, dass eine ähnliche Struktur wie im Kapitalismus vorliegt, mit Lohnarbeit, einer fordistischen Organisation von Arbeit, einer Tauschwertorientierung.
aber dann gleichzeitig eine fehlende ökonomische Härte gegenüber den Betrieben und den ArbeiterInnen, was wir ja als Linke eher gut finden, aber ja, genau. Und darum geht es hier bei dieser Tagung nochmal stärker um die Frage nach Abschaffung von der Lohnarbeit und der Verteilung nach Bedürfnissen statt nach Leistung, eine Arbeit nach Motivation, das werdet ihr sicher immer wieder gesehen haben. Und dann ist die Frage, wie organisieren wir das dann? Gut, das war so ein bisschen der inhaltliche Anriss zu dem, was wir hier so machen. Wir haben ganz viele tolle Leute da. Ich will nochmal sagen, ich fand es so toll, wie ich angefangen habe, Leute für diese Tagung anzuschreiben. Ich war so begeistert, dass so viele Leute positiv darauf geantwortet haben. Also ich habe ganz viele Leute angeschrieben und alle haben zurückgeschrieben, dass sie es zumindest toll finden. Also es hat fast niemand nicht geantwortet, was mir sonst öfter passiert, wenn ich Leute zu irgendwas einschlade. Und mich hat das wirklich sehr gefreut und ich bin wirklich auch froh um das Programm, dass wir genau das geklappt hat und die Leute, die jetzt hier sind, das freut mich wirklich total. genau. Jetzt noch ein paar Orga-Anmerkungen. Wie ihr sicher alle bemerkt habt, gibt es hier so eine seltsame Doppelstruktur, dass nicht alle Menschen in Zoom drin sind, obwohl schon jetzt einige Leute bei Zoom drin sind, die jetzt nicht direkt ReferentInnen oder ModeratorInnen sind. Aber herzlich willkommen hier. Ich finde es auch schön, dass ihr da seid. Also wir haben überlegt, ob wir das Zoom komplett offen machen, aber uns wurde dann gesagt, dass die Aufzeichnungen der Livestream und so viel schlechter wären von der Qualität. Genau. Und vielleicht das Diskussionsklima sich auch nochmal sehr verändert, wenn da dann 60 Leute drin sind statt 20. Darum wird alles auf YouTube gestreamt und man kann Fragen stellen via dem YouTube-Live-Chat oder auch in dem Pad. Genau, das können wir nochmal posten in den Live-Chat. Da kann man dann einfach Fragen reinstellen, wenn das so zu dem Input kommt und so um 15 Uhr. Und es gibt die Möglichkeit von Kaffeeklatsch zwischendurch. Das haben wir auch versucht zu ermöglichen. Da gibt es einfach so Big Blue Button-Räume. Da klickt ihr einfach drauf und dann könnt ihr da reingehen, so in Pausenzeiten oder so, und mit Leuten zwischendurch quatschen. Die Räume sind ganz offen, die haben lustige Titel oder nicht so lustige, aber vielleicht ein bisschen. genau, da könnt ihr auf jeden Fall hingehen. Da wäre es ganz toll, wenn ihr dieses in diesem Moderationspad, da haben wir gefragt, ob Leute sich noch vorstellen könnten, den Kaffeeklatsch zu moderieren für so ein paar Zeiten. Also genau. Überlegt, was ihr vorstellen könnt. Genau. Da stehen dann unter 2 Punkt stehen Kaffeeklatsch-Verabredungen. Da können sich einfach Leute eintragen, zum Beispiel heute zwischen 7:15 und 7:45, ob da jemand so ein bisschen Gastgeber in spielen will und die Leute begrüßen und dann mit denen quatschen. Genau, das könnt ihr euch gerne vorstellen. Kann gerne jemand aussuchen, ob er, sie oder ein anderes Geschlecht das machen will. Genau. So, heute wird Binis Veranstaltung um 17.30 Uhr und die Podiumsdiskussion am Abend für Zoom ganz offen sein. Also da laden wir alle ein, einfach bei Zoom mitzumachen. Und dann gucken wir mal, wie gut das klappt. Und wenn das gut klappt, dann wird ab morgen, werden wir sagen, kommt alle in den Zoom-Raum. Und Leute, die wollen, es wird trotzdem noch auf YouTube live gestreamt. Also die Leute, die lieber einfach nicht so nah dran sind, sondern nur bei YouTube mitgucken, die können dann das trotzdem machen. Okay, das war mein Input zu Inhalt und ein bisschen zu Orga. Es gibt jetzt noch eine traurige Nachricht, die ich gleich verkünden muss. Leider hat mir Stefan Lessenich heute um 10 Uhr geschrieben, dass er mit hohem Fieber im Bett liegt. und das heißt, seine Veranstaltung wird heute leider ausfallen. Das heißt aber, wir können mit Micha ein bisschen länger reden. Das ist, finde ich, auch sehr schön, weil sonst haben wir ja eine sehr enge Taktung immer mit so halber Stunde oder 25 Minuten Input und 25 und eine halbe Stunde Diskussion. Da können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Das ist auch sehr nett. Genau. Wir beginnen unsere Veranstaltung heute
Mit Michael Bried, wo wir uns sehr freuen, dass er da ist. Michael, du hast unheimlich viele Bücher geschrieben, gerade um so Friedrich Engels, also viele Herausgeberschaften auch in der Rosa Luxemburg. Du bist der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats in der Rosa Luxemburg Stiftung. Und zu Friedrich Engels, Rosa Luxemburg. Und aber so viel ich weiß, interessierst du dich in letzter Zeit auch wieder mehr für Karl Polanyi, und der wird ja auch für den Input, den du jetzt machst, ja auch eine Rolle spielen. Genau, und du beschäftigst dich viel mit der Geschichte des Sozialismus und des Kommunismus und auch vielen den praktischen Sachen, was ich auch immer spannend finde. Du hast ja auch gern auch zu Eric Olin Wright diesen Begriff der Realutopien untersucht, eben zu gucken, wo sind die realen sozialistischen oder kommunistischen Formen schon heute zu finden. Und heute stellst du uns eine Utopie vor oder Gedanken zu einer sozialistischen oder kommunistischen Wirtschaft, die noch stärker verschiedene Elemente verknüpft von Markt und Staatlichkeit und aber auch schon antiautoritären und freieren Formen von Koordination, soweit ich wissen habe. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und genau, der Input wird zu 25 Minuten gehen und dann können wir gemeinsam in die Diskussion starten. Ich sage dir einfach nochmal 5 Minuten vorher Bescheid. Ja. Ich muss mich bedanken für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Natürlich ist das eine aberwitzige Situation, über eine Utopie zu reden. Und jeder von uns sitzt vor einem Bildschirm für sich allein genommen. Also so eine Leitmonade, die in die Welt guckt. Das ist natürlich nicht wirklich erfreulich. Trotzdem will ich mich bemühen, einige wenige Fragen. 25 Minuten ist ja auch keine sehr lange Zeit. Und das Thema ist sehr komplex hier, zu einigen Fragen zu sprechen. Ich werde mir jetzt meinen Bildschirm freigeben. Moment. Und dann kommt Bildschirmpräsentation. Muss ja irgendwie vom Anfang kommen. Ja, okay, gut. Also das ist mein Thema, der Raum solidarischer Freiheit. Und zentral für mich ist die Frage der Nicht-Hintergehbarkeit, der Widersprüche einer freien Assoziation. Das ist eigentlich mein wirklicher Hauptgedanke, den ich versuchen will, an einer Reihe von Punkten deutlich zu machen. Es sind 5 Punkte, auf die ich eingehen will. Ihr seht das hier, ich beginne mit dem persönlichen Rückblick. Dann komme ich auf das Bilderverbot zu sprechen, den Reichtum des Sozialismus in seinen gegensätzlichen Formen, Eigentum und Besitzformen, wahrscheinlich Punkt 5, Transformationen, das soll ja sowieso nicht im Zentrum hier stehen, lasse ich mal raus. Ich beginne mit einem Punkt. Ich war nochmal sehr angeregt durch euer Buch Kapitalismus aufheben, eine Einladung über Utopie und Transformation neu nachzudenken. Das Buch ist ja glücklicherweise auch als Creative Commons frei zugänglich. Und da macht ihr etwas deutlich, was ich für absolut zentral halte. Und das wird bei euch auch ausführlicher ausgeführt. Und ich teile auch eigentlich alle Positionen, die da gesagt sind. Wenn wir über Strategien nachdenken, Strategien im Hier und Jetzt, dann ist es zwingend erforderlich, zugleich auch einen Verständigungsprozess ausgehend von der jetzigen Situation, also ausgehend von dem, was du Analyse genannt hast, einem analytischen Diskurs und einem strategischen Diskurs, immer den Ziel- oder den Utopiediskurs mit einzubeziehen. Weil ohne dass das Ziel liegt im Weg, aber auch der Weg liegt im Ziel. Es hängt in beides unmittelbar zusammen, bedingt sich wechselseitig, und ein Teil der enormen Katastrophen der linken, emanzipatorischen, solidarischen Bewegungen der letzten 200 Jahre hängen nicht zuletzt damit zusammen, dass dieses auseinandergerissen wurde. Und mein ganzer Gestus geht immer wieder zurück auf ein Buch, das ich besonders schätze, eines spätmittelalterlichen Philosophen Nikolaus von Kues, der ein Buch geschrieben hat, Die belehrte Unwissenheit. Ich glaube, dass wir aufgrund dieser historischen Erfahrung der aktuellen Situationen uns mehr belehren müssen über unsere Unwissenheit und durch diese Belehrung auch genauer wissen können, wohin es eigentlich gehen soll und wie wir dorthin kommen. Ihr habt das dann sehr schön definiert als Raum, mit dem, wo gangbare Utopien entwickelt werden müssen. Und dann habt ihr das sozusagen gesagt, das ist ein Rahmen,
Es ist wie Möbelrücken, damit man sozusagen eine Vorstellung bekommt, was am Ende eigentlich sein soll. Diesen Teil möchte ich beenden mit einer Abwandlung von Bertolt Brecht, sein berühmtes Gedicht über den Zweifel, Lob des Zweifels. Also meine Abwandlung ist: Gelobt sei der Zweifel, ich rate euch, begrüßt mir heiter und mit Achtung denen, der eure Utopie wie einen schlechten Pfennig prüft, wenn sie sich den Widersprüchen realer, komplexer Gesellschaften nicht stellt. Jetzt komme ich, da will ich nur verweisen, den persönlichen Rückblick. Ich bin ja sicherlich einer, vielleicht auch der Älteste hier in dieser Runde. Mich hat in meiner Jugend geprägt Prag 68, der Prager Frühling und die Erfahrung, dass es nicht möglich war, eine demokratische Öffnung des sowjetischen Staatssozialismus hinzubekommen. Daraus resultierte dann auch mein Buch, was leider erst 1990 erscheinen konnte, also im Januar 1990 in der DDR. Wer ist Eigentümer im Sozialismus? Das ist auch verbunden mit der ganzen quälenden Erfahrung der Stagnationsperiode und dann eben die Auseinandersetzung mit den Widersprüchen der Linken. Ich habe mit Christoph Speer ein Papier herausgegeben, Was ist heute links, wo wir diesen Widersprüchen nachgegangen sind. Und dann, da ich jetzt doch relativ abstrakt sprechen werde, möchte ich verweisen auf ein Buch, das ich gemeinsam mit Jule Dellheim herausgegeben habe, nämlich über den Nulltarif im öffentlichen Personennahverkehr. Eine meiner Lieblingsrealutopien. Vor kurzem wurde ja in Marburg, zumindest am Wochenende, dieser Nulltarif eingeführt. Und ich hoffe, dass die restlichen 5 Tage der Woche in Marburg auch noch kommen. Teil auch der Vorbemerkung ist, wir hatten jetzt gerade am 14. Mai den 250. Geburtstag von Robert Owen, dem Begründer des britischen Sozialismus. Er ist, ich will es gar nicht weit ausführen, er ist 1825 in die USA gefahren mit dem Vermögen, das er gemacht hat als Fabrikant in New Lanark und wollte eine sozusagen Idealsiedlung gründen im Mittleren Westen faktisch fast und hatte eine christliche, also die Überreste einer der Immobilie einer christlichen Gemeinde aufgekauft und sie dann New Harmony genannt. Und auf seiner Reise ist er aufgetreten vor dem Repräsentantenhaus der USA. Und das habe ich dann hier zitiert. Da hat er gesagt, also was wir dort machen werden, ist, dass wir derart überlegene Leistungen erbringen und dann, ich zitiere, frei von allen finanziellen Sorgen, versehen mit den entscheidenden Vorteilen des Land-, Stadt- und Universitätslebens, ohne deren Nachteile in Kauf zu nehmen. Im Genuss angenehmer Gesellschaft wird sich das gegenwärtige System zu verändern als gewaltige Versuchung für die menschliche Natur erweisen, sodass ich annehme, dass diese neuen vernünftigen Wohnstätten kaum so schnell zu errichten sind, wie die Gesellschaft sie besitzen möchte. Das 1,5 Jahre später war sein Vermögen verbrannt und dieses Projekt scheiterte. Auch ein anderes großes Projekt, finanziert sehr stark auch mit Mitteln der Arbeiterinnen und Arbeiter in England, in Queenwood, scheiterte 1845. Also das ist sozusagen ein bisschen der Hintergrund. Ich verweise auch auf einen Punkt, den wir nicht vergessen dürfen. Hier seht ihr Wolfgang Fritz Haug. Er hat einen sehr spannenden Artikel geschrieben, 2007 im Argument über den hilflosen Antikapitalismus. Und er verweist auf ein Problem, das man nicht vergessen darf. Der moderne Sozialismus ist entstanden als Antwort auf den Kapitalismus in seinem Doppelcharakter, nämlich in seinem Doppelcharakter von Ausbeutung, von Zerstörung, auch zerstörerischer Schöpfung, um Schumpeter abzuwandeln und so weiter und so fort. Das kennt ihr alle. Also auch diese Wachstumsentwicklung und so weiter. Aber zugleich eben auch auf die andere Seite, nämlich die Freisetzung einer von produktiven Möglichkeiten, von Entwicklungsmöglichkeiten. Und Wolfgang Fritz Haug macht aufmerksam, das finde ich weiterhin wichtig, ein Antikapitalismus, der nicht über das Anti im Verhältnis zum Kapitalismus hinausgeht und zu einem Pro gelangt, dass jene Produktivität aus der konkurrenziellen Profitlogik des Kapitalismus und damit zugleich von ihrer Destruktivität zu befreien verspricht, kann diesem sein Daseinsrecht nicht streitig machen. Also das ist ein sehr quälendes Problem, aber ich will darauf aufmerksam machen, dass viele große Ansätze in der Geschichte
immer wieder verlassen wurden, auch von denen, die sie begonnen haben, von denen, die sie getragen haben, die sie unterstützt haben, weil diese Produktivität nicht aufgehoben wurde, um diesen Begriff zu benutzen. Und da geht es ja um die Produktivität nicht einfach nur von Dingen, sondern es geht um Schulen, es geht um Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Naturschutzgebiete, Wissensportale, öffentlicher Nahverkehr, also die ganze Breite. Und interessanterweise, was von diesen Projekten, auch von denen aus dem Realsozialismus übrig geblieben sind, sind vor allem die, wo es um die Daseinsvorsorge ging. Okay. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Das mache ich jetzt kurz. Ich finde sehr richtig, was ihr auch in eurem Buch, aber auch in der Ankündigung für die heutige Tagung gemacht habt. Das Bilderverbot muss enden. Wir müssen uns, um realistische Strategien zu entwickeln, um auch die Analyse zu verbinden mit den Strategien und dem, wo es hingehen soll, müssen wir uns beschäftigen damit, was sind die Hauptprobleme, die eine sozialistische oder commons-orientierte oder kommunistische oder anarchistische, was auch immer, eine alternative Gesellschaftsordnung ausmacht. Und ich möchte nur verweisen darauf, die Produktivität des Kapitalismus bestand ja darin, dass er, was ich hier diese vier Sphären nenne, Gaia-Sphäre, Sphäre der Lebenswelten, Sphäre der gesellschaftlichen Institutionen, Sphäre des Kulturellen, aufbricht, Ressourcen aus diesen jeweiligen Sphären nimmt, kombiniert und damit verändert. Er macht das bloß in einer Weise, die eben ausbeuterisch, extraktiv und so weiter ist. Also das will ich jetzt gar nicht weiter entwickeln. Das kennt ihr alle. Aber dieses Problem bleibt wie in einer auch nachkapitalistischen Gesellschaft mit dieser Komplexität eben grundsätzlich anders umgegangen werden kann. Darum darf man sich nicht drücken. Okay, jetzt komme ich zu der Frage 3, Reichtum in einer nachkapitalistischen Gesellschaft. Ich habe ja gesagt, Simon, ich habe im Vorfeld auch der Veranstaltung jetzt nochmal das Buch von euch, Kapitalismus aufheben, gelesen. Dort wählt ihr einen Zugang zur Frage einer nachkapitalistischen Ordnung, indem ihr sagt, okay, lasst uns beginnen mit der Elementarform, die diese nachkapitalistische Gesellschaft hat. Das ist, ihr wählt also faktisch eine Analogie zum Kapital von Karl Marx mit seiner wahren Form, das seien die Commons. Wenn man dieser Analogie folgt, für Marx war das auch dann der erste Satz des Kapitals ja, dass der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Ihr sagt dann also, die Commons sind dann die Elementarform einer nachkapitalistischen Gesellschaft. Ich habe mich nun gefragt, worin würde denn Reichtum einer nachkapitalistischen Gesellschaft vor allen Dingen erscheinen? Und da Ich habe hier einen Systemvergleich, das sind also Leute, die in der DDR gelebt haben, jung gewesen sind, jetzt so um die 50 sind, die wurden gefragt, die sollen die Systeme mal vergleichen. Und ihr seht, die kombinieren faktisch das, was sie an der DDR besser fanden, soziale Sicherheit, Verhältnis der Menschen, Betreuung der Kinder, soziale Gerechtigkeit mit dem, was sie an der Bundesrepublik besser finden, Freiheit, Möglichkeiten der Selbstentfaltung, Menschenwürde und so weiter. Also man könnte sagen, kommunistische Werte auf der einen Seite und liberale oder libertäre Werte auf der anderen Seite. Das sehen Sie sozusagen als Reichtum der jeweiligen Gesellschaften an. Und ich würde behaupten wollen, dass der Reichtum nachkapitalistischer Gesellschaften in zwei gegensätzlichen Formen auftritt. Einerseits als Reichtum tatsächlich der Entwicklung von Individualität und andererseits als Reichtum der Entwicklung der Gemeingüter einer Gesellschaft, also der natürlichen, der kulturellen, der auch institutionellen, wie auch immer, der verschiedensten Formen von Gemeingütern einer Gesellschaft. Das hat auch was zu tun mit dem, was ihr dann als Commons bezeichnet. Aber ich würde eben behaupten, dass die Elementarform des Reichtums in einer nachkapitalistischen Gesellschaft sozusagen doppelt ist, zugleich Individualität
und Gemeingüter und aufeinander bezogen werden. Ich habe dann etwas gemacht, was auch wieder eine Analogie zu Kapital von Karl Marx. Er entwickelt ja da die allgemeine Formel des Kapitals. Also Geld vermittelt sich über Waren, und vermehrt sich dadurch. Also G wie G-Strich, also Geld wird zu mehr Geld, zu mehr Wert. Und deswegen könnte man dann auch sagen, dass die beiden Reichtumsformen einer nachkapitalistischen Gesellschaft, ob man sie sozialistisch oder anders nennt, in zwei Formeln ausgedrückt werden müssen, die dann so aussehen. Ihr seht das also hier unten, hier Gemeingüter entfalten sich über die Entwicklung der Individualität der Gesellschaftsmitglieder zu bereicherten, weiterentwickelten Gemeingütern und umgekehrt. Die Individuen entwickeln sich über ihren Beitrag zur Entwicklung der Gemeingüter selber weiter. Also zwei Formeln, die zusammenzubringen sind und die auch nicht zwangsläufig deckungsgleich sind, sondern eine Vermittlung bedürfen. Okay, damit komme ich zum vierten Punkt. Ich behaupte nun auch, es gibt also zwei Formen des Elementarformen des Reichtums. Es gibt zwei allgemeine Formeln einer sozialistischen oder nachkapitalistischen, emanzipierten, solidarischen Gesellschaft. Und es gibt auch zwei grundsätzliche Eigentümer. Unter Eigentümern verstehe ich die, das will ich jetzt nicht ausführen, das könnte man auch mit Hegel oder Marx machen. Eigentümer sind die Akteure, die deren Entwicklung oder der Akteure, deren Entwicklung der Zweck des jeweiligen gesellschaftlichen Organismus ist. Im Kapitalismus sind es zweifelsohne ist es das Kapital, dessen Verwertung sozusagen der letztliche Zweck von allem ist, der übergreifende Zweck. Im Sozialismus ist es meines Erachtens einerseits die vereinigten oder assoziierten Individuen als Individuen, die sich auf den gesamten gesellschaftlichen Bereich und auch natürlichen Bereich, als wie Marx sagt, als ihren organischen Leib verhalten und sich dadurch entwickeln. Und andererseits aber, und das ist nicht deckungsgleich, die vereinigten Individuen als Gesellschaftsmitglieder, also alle gemeinsam, die ihre Gesamtentwicklung auch zum Zweck machen. Also zwei Zwecke, zwei Eigentümer, zwei Reichtumsformen. Das ist sozusagen das, wovon ich ausgehe. Und daraus ergibt sich dann auch, dass meines Erachtens Sozialismus wesentlich zwei Säulen hat. Und ihr hattet ja, das hatte mich auch etwas provoziert, mit dem antiautoritären Kommunismus. Also ich glaube, dass es gibt kommunistische Fundamente einer sozialistischen Gesellschaft. Oft werden sie dann auch im Zusammenhang mit Infrastruktursozialismus genannt. Das ist also die Gaiasphäre, das Lebenssphäre auf unserem Planeten. Das sind die Lebenswelten, das sind die Sphäre der gesellschaftlichen Institutionen und das kulturell Öffentliche. Das sind die Fundamente. Das ist auch in dieser heutigen Gesellschaft ja ansatzweise, wenn auch unter der Dominanz von Kapitalverwertung durchaus auch entwickelt. Darum wird immer wieder gekämpft. Wir erleben das jetzt gerade in der Pandemie, wie um das Gesundheitswesen und das Bildungswesen gekämpft wird. Das sind die Fundamente. Und um die zu schützen und zu entfalten und auch gerade unter den Bedingungen jetzt einer Dringlichkeit der sozialökologischen Transformation zu bewahren, bedarf es durchaus ungeheurer Autorität und auch bindender Beschlüsse und Durchsetzungsvermögen. Und ich glaube auch, ich wurde vorhin gefragt, ob ich Anarchismus oder Kommunismus bevorzugen würde. Ich habe mich eindeutig für den Kommunismus entschieden, weil ich glaube, die Situation verlangt zurzeit sehr viel Kommunistisches von uns eigentlich ab. Aber das nur als Nebenbemerkung. Und andererseits, die zweite Säule sind eben die gesamten Freiheitsrechte, die negative Freiheit, die demokratischen Freiheiten, die Freiheiten des Wohins, das Entwickeln der Individuen, also was ich hier substanzielle Freiheit nenne, und natürlich Einsatz für die Freiheit der besonders Benachteiligten. Und meines Erachtens muss eine sozialistische Gesellschaft, und müssen wir immer fragen, wenn wir wohin wir wollen, wie wir diese Widersprüchlichkeit zwischen diesen beiden Bezugspunkten, was ich also hier Erde und Himmel nenne, und Himmel meint es auch wirklich eine reale Kraft, die dahinter steht und nicht einfach nur was Ideelles,
wie wir diesen Raum vermitteln. So, nun komme ich dann auch relativ zum Schluss. Die Zeit rennt mir davon. Ich glaube, dass man sich darüber im Klaren sein muss, wenn man über die Wirtschaftsordnung, aber auch wahrscheinlich dann auch über die politische und geistige Ordnung einer sozialistischen Gesellschaft, also den institutionellen Raum, den Gesellschaftskörper in seiner Entwicklungsvielfalt sich vorstellen will, dann muss man ihn als Pluriversum verstehen, also als einen Raum, wo viele verschiedene Entfaltungsmöglichkeiten und auch Notwendigkeiten durchaus bestehen. Ich habe hier einen Ansatz gewählt, über den man streiten kann. Ich habe gesagt, es gibt eigentlich vier unterschiedliche Typen von Gütern. Also das eine Beispiel ist hier eben öffentliche Güter. Es ist ganz klar, das ist die sogenannte Wissensallmende. Es ist immer sehr gut, wenn möglichst viele Wissen nutzen, die Kosten für die Gesellschaft, Menschen aus dem Wissen auszuschließen, sind außerordentlich groß. Das ist der Bereich, wo im umfassendsten und reinsten Sinne eine Gabenökonomie entfaltet werden kann. Also Wikipedia ist ein Beispiel für eine Gabenökonomie. Ja, das ist ein Feld. Das zweite Feld, gemeinschaftliche Güter. Es ist klar, das sind zum Beispiel also Gesundheitssystem, Bildungssystem und so weiter und so fort. Gemeinwirtschaftliche Systeme, wo es auch gerade unter sozialistischem, solidarischem, emanzipatorischem Gesichtspunkt völlig falsch wäre, auszuschließen. Aber zugleich muss mit der Nutzung dieser Güter außerordentlich auch durchaus sparsam in gewisser Hinsicht umgegangen werden. Wir sehen das ja bei Krankenhäusern und so weiter. Da werden viele, viele Menschen müssen sich ungeheuer anstrengen, um die am Laufen zu halten. Das ist eine etwas andere Ökonomie als die, die im Bereich der öffentlichen Güter passiert, also gemeinwirtschaftlicher Bereich. Dann ein Bereich, den ich hier als Kleingruppen und individuelle Güter, dass wir alle leben ja mehr oder minder in partnerschaftlichen oder anderen nachbarschaftlichen Bezugssystemen oder auch in Gemeinden und so weiter oder Gruppenzusammenhängen, wo wir in gewisser Hinsicht auch eine Art von Selbstversorgungswirtschaft und Selbstsorgewirtschaft betreiben. Das ist ein dritter Bereich. Und dann der Bereich, wo Güter genutzt werden, die vor allen Dingen dann gut genutzt sind, wenn eine beträchtliche, aber eben begrenzte gesellschaftliche Kooperation auf freiwilliger Basis passiert. Und die hergestellten Güter, da unterscheide ich mich sicherlich von anderen hier im Kreise, dann ausgetauscht werden und auch geprüft wird, sicherlich im Austausch, dass dieser Austausch einem bestimmten Fairness-Prinzip untergeordnet wird. Man könnte auch sagen, öffentliche Güter werden verteilt rein nach den Bedürfnissen. Und da ist auch nicht die rein nach den Bedürfnissen. Gemeinwirtschaftlich, da geht es schon darum, dass jeder von uns beiträgt, nach seinen Fähigkeiten sie zu erhalten. Also nach Wikipedia kann ich nutzen, ohne dazu beizutragen. Aber wenn ich dazu fähig bin, sollte ich natürlich zu einem Gesundheitssystem, zu einem Bildungssystem nach meinen Fähigkeiten beitragen. Und zugleich sollte es genutzt werden nach den Bedürfnissen. Also der Kranken, oder Gesunden, der Kinder und so weiter und so fort, der Leute, die eben auch ÖPNV, Nulltarif, die eben den Transport brauchen, aber zugleich müssen alle, die können, beitragen. Bei den Kleingruppen und individuellen Gütern, da fällt mir nun gar kein Prinzip ein, weil das ist ja, da bin ich einfach ratlos, ob es überhaupt ein Prinzip gibt, nach dem da verteilt wird und beigetragen wird. Das möge jeder für sich selber entscheiden. Und bei dem Austauschökonomie, da bin ich schon der Meinung, das ist ja auch, was ja immer wieder zitiert wird, sind ja Prinzipien, die von den Sozialisten, Kommunisten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurden. Da bin ich der Meinung, Beitrag nach Fähigkeiten und Verteilung nach der Leistung. Okay, und damit, wie viele Minuten habe ich noch, Simon? Ich glaube nicht mehr viel, ne? Genau, eigentlich, aber du kannst ruhig noch. Ich will es auch nicht überziehen. Also damit steht dann die Frage der Transformation von einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung
begleitet natürlich durch eine entsprechende Transformation. Ihr habt das auch in eurem Buch nochmal dargestellt. Was kann gegebenenfalls Staat beitragen und was kann er nicht beitragen? Kann er unterstützende Funktionen haben in Richtung einer sozialistischen Wirtschaft? Das habe ich hier kurz nochmal versucht zu illustrieren. Und dann kann man jetzt mal sich angucken, es gibt ja eine ganze Reihe von Vorschlägen. Also ich habe das jetzt hier nur kurz. Rosa Luxemburg sagt eben, das Negative kann man dekretieren. Also man kann sicherlich ziemlich klar sagen, was vom heutigen Kapitalismus weg muss. Und zugleich geht es darum, einen schöpferischen Prozess zu entfalten, einen schöpferischen Möglichkeitsraum zu schaffen, um das, was ich hier Pluriversum genannt habe, dann auszubauen unter Berücksichtigung dessen, was eigentlich schon da ist. Ihr habt das ja auch bei euch entwickelt. Insofern glaube ich auch, das will ich dann vielleicht doch sagen, damit mache ich dann Schluss. Drei strategische Ansätze sind meines Erachtens zu verbinden. Letztendlich hätte ja heute gesagt, jenseits des radikalen Reformismus, wenn ich mir angucke, ich habe das dann auch nochmal mir in Ruhe angeguckt, zum Beispiel vom BUND und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, diese kurz kleine Broschüre für die Bundestagswahlen, was dort drin ist, das ist radikaler Reformismus im besten Sinne des Wortes. Ja? Und ich glaube, dass das auch weiterhin wichtig ist. Es geht da ganz klar um Zurücklegung der Kapitaldominanz, Ausbau alternativer Logiken. Ich könnte zu Polanyi was sagen, der das ja auch praktisch ein Anhänger eines solchen radikalen Reformismus vor allen Dingen ist. Zweitens, das habt ihr auch in eurem Buch ja mit drin, was ihr nennt, also was ich jetzt umformuliert habe, Keimformenstrategie. Bei White könnte man auch sprechen von einer Nischenstrategie, also Entwicklung von Reproduktions- und Lebensweisen, Sorgeweisen, die nach neuen alternativen Prinzipien gestaltet werden, einen großen experimentellen Raum auszubauen. Ich glaube, eine der ganz wichtigen Aufgaben der Linken ist es, um diesen Raum zu kämpfen und auch Lernräume zu schaffen, was eigentlich alles möglich ist an anderen. Und dann würde ich aber auch nicht ausschließen, Strategien des revolutionären Bruchs. Wir brauchen in dieser Situation jetzt durchaus auch Fridays for Future und andere in der Reihe von Bewegungen haben das ja auch deutlich gemacht in der letzten Zeit, zivilen Ungehorsam, Widerstand gegen bestimmte Tendenzen, aber auch eben Brüche. Wir haben das sehen, dass gerade jetzt in Chile ein neuer Verfassungsprozess, wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Also durchaus auch zu sagen, ja, unsere Gesellschaft muss wirtschaftlich, politisch, geistig neu verfasst werden. Auch auf diese Situationen muss man sich vorbereiten, also würde ich vorschlagen, eine Dreifachstrategie. Und die Linke muss in der Lage sein, diese Widersprüche, die sich aus den unterschiedlichen Ansätzen und aus der Vermittlung der Widersprüche ergibt, auszutragen, solidarisch auszutragen und die relative Berechtigung der jeweiligen Ansätze auch ernst zu nehmen und zu gucken, wie kriegen wir sie so, dass sie sich nicht wechselseitig schwächen, sondern wechselseitig verstärkt. Damit mache ich dann Schluss. Danke. Ja, vielen Dank, Micha. Du warst sehr gut in der Zeit. Genau. Ich würde jetzt einladen dazu, dass man zu Fragen und Kommentar. Vielleicht beginnen wir stärker noch mit so mit so Nachfragen, falls man etwas nicht so genau verstanden hat. Und ich würde auch die Leute einladen, ihre Videos zu teilen. Das wäre sehr nett, wenn man sich so ein bisschen sieht. Ich kann es auch verstehen, wenn Leute das nicht wollen, aber ich finde es auf jeden Fall, würde mich freuen. Genau. Ich würde versuchen, eine quotierte Rednerinnenliste zu machen. Also ich würde von mir weiblich gelesene Personen immer also vorziehen. Und die Leute, die bei YouTube dabei sind, nochmal den Verweis auf das Pad, wo ihr Fragen eintragen könnt, die dann an mir zugespielt werden. Genau. Ihr könnt auch gern Fragen stellen, sowohl in den Live-Chat als auch in das Pad. Die kommen hoffentlich alle hier an. Okay, dann hätte ich eine erste Meldung von Peter.
Ja, danke schön für den informativen und recht überblickshaften Vortrag. Da kam ja jetzt sehr viel und deswegen kann es sein, dass ich einfach was überhört habe und habe deswegen eine Nachfrage zum Verständnis. Es geht mir um diese Fundamente des Sozialismus. So wie ich das verstanden habe, werden hier Infrastruktur und Autorität zusammengesteckt und ich glaube, ich habe es nicht richtig verstanden. Also ist das eine Infrastruktur, die so aufgebaut ist, dass sie Autorität ausüben kann, also beispielsweise in Abwehr von der Reaktion, ne? Oder ist das kein Designelement, sondern sind Infrastrukturen oder solche Strukturen generell als Autorität sozusagen zu bewerten? Vielleicht habe ich es auch ganz falsch verstanden. Ich möchte einfach da noch ein bisschen was hören. Dankeschön. Vielleicht kann ich darauf gleich erstmal antworten. Ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen autoritär und ich habe bewusst den Begriff der Autorität benutzt. Das ist auch keine Spitzfindigkeit, sondern ich meine, dass wir, wenn wir also jetzt zum Beispiel überlegen, wir sagen ja, wir wollen den Kohleausstieg bis 2030. Das ist eine Entscheidung, die mit gemeinsamer Autorität gefasst werden muss und durchgesetzt werden muss. Ja, also wenn wir das entschieden haben, auch gegen die das nicht wollen, es ist auch durchaus verbunden mit Einschränkung von zumindest negativen, also Freiheits- oder Willkürrechten und so weiter. Das meine ich hier. Ja, also um die Fundamente einer solchen Gesellschaft zu entwickeln, zu schützen und so weiter, müssen gemeinsam bindende Entscheidungen getroffen werden, die nicht einfach der Selbstorganisation von unten überlassen werden können, ja, sondern der Rahmen muss durch Autorität aller gemeinsam als Gesellschaftsglieder, wie Marx sagt, oder als durch den Volonté General, um Rousseau zu zitieren, gesetzt werden. Und das ist ein Widerspruch. Das ist ein Widerspruch zwischen der Frage der Selbstorganisation und wofür engagiere ich mich, was mache ich. Daraus ergeben sich eben auch bestimmte Pflichten der Gesellschaftsmitglieder als Einzelne gegenüber dem Gesellschaftsganzen. Ja, und ich glaube, diesen Widerspruch wir müssen uns fragen, wie wir ihn austragen. Aber er steht nicht unserer Hand, uns diesem Widerspruch nicht zu stellen. Also ein Teil von Dingen, die ich lese, sagen, da gibt es diesen Zwang, den eben der Gesellschaftskörper, und wenn wir ihn erhalten wollen, wenn wir ihn entwickeln wollen, siehe Klimaschutz und so weiter oder globale Solidarität, würde ja bedeuten, dass beträchtliche Summen global umverteilt werden. Das hat doch Konsequenzen. Das sind bindende Entscheidungen, die getroffen werden, die eine Ressourcenumverteilung, die ich absolut für zwingend halte, auch erfordern und insofern dann auch mit Autorität durchgesetzt werden. Also Kommunismus ist eben nicht ohne Autorität zu haben, wollte ich nur sagen. Es ist ein Widerspruchsverhältnis zwischen Selbstorganisation und Autorität. Und man muss jeweils konkret aushandeln, was bezogen auf die jeweilige Frage auch durchaus das Primat hat. Das war gemeint. Hallo, ich würde gerne an diese Frage anknüpfen oder an die Antwort, die du gerade gegeben hast. Und ich würde gerne einwerfen, ich könnte mir vorstellen, dass du diese Frage vorschnell als Frage des Zwangs definiert hast und wie man Zwang ausüben kann. Vielleicht könnte man ja einen Schritt zurückgehen und erstmal danach fragen, wie Interessenskonflikte in einer anderen Gesellschaft ausgetragen werden könnten, bevor man sozusagen über die Durchsetzung redet, weil ja vielleicht eine veränderte Art und Weise, wie Interessenskonflikte ausgetragen werden, auch Auswirkungen darauf haben, inwiefern Zwang eigentlich notwendig ist, beziehungsweise in welchem Ausmaß Zwang notwendig wäre. Und da würde mich interessieren, ob du Ideen dazu hast, welchen Raum sozusagen diese Sphäre des Politischen bekommt, in der, also wenn wir die nicht mehr denken, als die Leute gehen halt immer noch ein bisschen wählen und machen repräsentative Demokratie, das ist bestimmt nicht unsere Utopie,
Also worin wird dann aber sozusagen das Politische aufgehoben, positiv in deiner Idee, und wo werden da sozusagen Interessenskonflikte ausgetragen, anders als heute? Benni, willst du direkt da dazu? Okay, na dann. Nein, ich bitte das jetzt auch mit dem Zwang nicht primär zu verstehen, aber ich will erinnern an einen Beschluss, den das Bundesverfassungsgericht vor kurzem gefällt hat, ne, zu der ganzen Frage Klima, also wo sie die Bundesregierung und die jetzige Regierung aufgefordert haben oder die nachfolgende Regierung, ein neues Gesetz oder ein verändertes Gesetz zum Klimaschutz vorzulegen. Und da haben sie ja sehr trickreich argumentiert, weil sie gesagt haben, die geklagt haben, sind in einem Alter, wo sie von den Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, noch zu ihren Lebzeiten betroffen werden. Ja, also deswegen erlaubte das dem Bundesverfassungsgericht auf der Basis einer faktisch der individuellen Grundrechte die Frage der Sicherung der Lebensgrundlagen für die Zukunft in ihre Entscheidung aufzunehmen. Was aber eigentlich meines Erachtens fehlt, auch in der deutschen Verfassung, ist, wenn wir uns den ersten Satz angucken im Grundgesetz, also die Würde des Menschen ist unantastbar. Es müsste eigentlich, das ist dann die liberale oder libertäre Ausgangspunkt, auch positiv zu nennen, aber es fehlt der zweite Ausgangspunkt. Die Gemeingüter der Gesellschaft, das sind also die natürlichen, aber auch die gesellschaftlichen Gemeingüter, sind zu erhalten und bereichert zu entwickeln. Beides müsste eigentlich rein. Also wenn du mich jetzt fragst nach einem konkreten Vorschlag, würde ich sagen, wir müssen die Verfassung ändern. Wir müssen neben dem liberalen Dominanz der Verfassung sozusagen die Verfassung auch kommunistisch überarbeiten. Und das heißt dann eben, dass man zum Beispiel anstelle der jetzigen Schuldenbremse aufnimmt, in die Verfassung verbindliche Festlegungen, wie mit Ressourcen und so weiter umgegangen werden kann, und der ganze Umbauprozess, das muss gar nicht für die Mehrheit der Menschen als Zwang erscheinen. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube bloß, dass wir uns, wenn wir gemeinsam solche Entscheidungen gefällt haben über einen Verfassungsprozess und dann über von mir aus Volksabstimmung, wie auch immer, dass wir uns dann bindende Entscheidungen gegeben haben, ja, die Folgen haben, denen wir uns nicht einfach mehr entziehen sollten. Wir können sie dann wieder aufmachen, aber immer als gemeinschaftlicher Prozess. Das ist das Problem. Eine Sache ist, was ich als Einzelner und auf der Basis von rein freiwilligen Zusammenhängen organisiere. Das andere ist, was ich tue als Gesellschaftsglied, Mitglied und als Mitglied einer auch Menschheitsgemeinschaft, und ich muss es ins Verhältnis setzen. Mir gegenüber muss das gar nicht als Zwang erscheinen, aber es sind trotzdem auf jeden Fall bindende Festlegungen, und sie haben durchaus auch gegenüber denen, die also eben nicht folgen, Umweltzerstörer, Kapital, Großunternehmen. Wir haben gerade Shell jetzt erlebt, die per Gerichtsentscheidung gebunden werden sollen, ihre CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ist das zweifelsohne auch Zwang? Ja, für die Mehrheit der Bevölkerung kann das eher zusätzliche positive Entwicklungsmöglichkeiten geben. Das ist richtig. Aber es gibt durchaus dann auch das Moment des Zwangs. Das bin ich fest überzeugt. Okay, ich würde jetzt mal zwei Leute bitten, hintereinander zu reden, damit wir so, genau. Uli, willst du noch? Ja, Uli will noch. Zuerst Uli und dann bitte Friederike. Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass das stattfindet. Vielen Dank, Micha, für den Vortrag. Ich fand wirklich nochmal wichtig hervorzuheben, die Widersprüche, also wir werden keine versöhnte Gesellschaft haben, sondern wir müssen mit diesen Widersprüchen, Konflikten umgehen, dass du auch betont, eine postkapitalistische Gesellschaft schließt an Erfahrungen des Jetzigen an, also bei deinem Begriff der Produktivität, und die Welt ist nicht komplett verfügbar. Also es gibt etwas Unverfügbares, und wie gehen wir damit um? Und eine Sache, die ich unterstreichen möchte, weil die sicherlich immer wieder kommen wird: dein Verständnis von Bruch oder das Verständnis von Eric Olin Wright von Bruch, nämlich ziviler Ungehorsam, Widerstand, ist etwas anderes als eine Stunde Null.
Also es ist etwas anderes als eine Vorstellung, da ist der radikale Bruch, also da wird das Winterpalais oder wie auch immer genommen, da ist Rambazamba und jetzt überlegen wir uns was Neues. Also diese Frage von Kontinuität und Bruch, die finde ich total wichtig, die will ich nochmal unterstreichen, weil das uns bei der Tagung beschäftigen wird. Zwei Fragen nur an dich, wie in dieses aus meiner Sicht sehr plausible Modell, wir haben das ja öfters schon diskutiert, welche Rolle spielt da Subjektivität? Weil gerade die Frage der Subjektivität ist ja eine ganz starke der Kontinuierung, wie wir damit umgehen, gerade aus einer emanzipatorischen Perspektive, gerade weil Individualität betont wird. Und meine zweite Frage, du hast es jetzt in deiner allerersten Antwort kurz aufgenommen, die Frage der internationalen Dimension. Also wir haben ja weiterhin sozusagen also die Erfahrung von emanzipatorischen Anteilen, die wir ja heute haben, von Individualität, von einer guten Güterversorgung, ist ja eine unter hochgradig ungleichen Bedingungen, die ja gerade noch viel weniger verfügbar sind und die gar nicht verfügbar sein sollen, weil sie irgendwie anders entstehen. Wie gehen wir mit dem Problem? Ich bin jetzt nicht für Weltregierung und die Welt wird verfügbar, ne? Deshalb habe ich vorhin so angefangen. Aber wie gehen wir damit um, präsent zu machen in dem Alltag, in der Veralltäglichung einer postkapitalistischen Gesellschaft, dass es dann durch hoffentlich auch woanders diese Gesellschaftsformation gibt, dass es aber systematisch Hierarchisierung, Ungleichheiten, Ausbeutung geben kann. Was sind da sozusagen auch wieder da die subjektiven Voraussetzungen, aber natürlich auch die institutionellen? Ja, da kann ich dran anschließen. Also ich war auch ein bisschen irritiert bei dir, Micha, dass du so stark unterscheidest zwischen einerseits eben Gemeingut, also der materiellen Ebene und der Selbstbestimmungsebene. Und Gemeingut erscheint dann eben wirklich einfach als materielle Infrastruktur, sage ich jetzt mal. Während so in der Commons-Theorie inzwischen sehr klar ist, es kann alles Commons sein, es kommt eben auf das Commoning an. Und da finde ich, passt, glaube ich, auch dieses Zitat von Rosa Luxemburg sehr gut, dass so darin eben Erfahrungen wichtig sind, weil dann ist schon klar, dass auch wenn Commoning sich durch gemeinstimmig entscheiden definiert, wie sehr hilfreich das jetzt als eine Definition unter vielen Ebenen machen würde. Das heißt das natürlich nicht, dass das konfliktfrei wäre. Und da fand ich jetzt irgendwie von Uli auch ganz gut, dass es natürlich nicht der eine Bruch ist und hinterher ist dann die Mehrheit steht hinter dem autoritären Kommunismus, sondern dass das so schade, dass Stefan jetzt nicht da ist, weil er auch mal die Grenzen der Demokratie deutlich macht, eben anhand unserer eigenen Ausblendung von Privilegien. Und das ist natürlich was, was in einer Gesellschaft dann auch immer wieder kommen würde und sozusagen innerhalb dieses gesellschaftlichen Commoning-Prozesses auch immer wieder damit umgegangen werden müsste. Und das kann ich mir jetzt eher vorstellen, dass es sozusagen, dass es Konflikte gibt oder was ich sehr wichtig finde, ist halt sozusagen das Aufrechterhalten der Selbstverständlichkeit sozusagen, wenn es denn diese Mehrheit gibt, aber das mit Autorität zu übersetzen, verkürzt wahnsinnig viel und ist auch nicht realistischer für mich, weil es halt immer behaupten würde, dass die Mehrheit ganz klar sozusagen auf der guten Seite steht. Genau, also ich glaube, mit dem Begriff Commoning könnten einfach nochmal andere Aspekte mit reinkommen. Michael, antwort gern mal. Ja, das sind ja alle so komplexe Fragen. Ich hoffe, dass wir die in den nächsten Tagen dann auch weiter beantworten. Die Frage bei der Subjektivität ist ja ganz klar, vor allen Dingen, es bedarf tatsächlich, das ist auch eine Hauptaufgabe der Linken, Entwicklung von Räumen, und in denen andere Erfahrungen, solidarische Erfahrungen, emanzipatorische Erfahrungen, überhaupt Selbstorganisationserfahrungen, Erfahrungen auch von globaler Solidarität überhaupt gewonnen werden können. Und eine der schlimmsten Resultate, glaube ich, des Neoliberalismus, wir haben das ja auch in Berlin gesehen, da kann man das ganz konkret oder nach der Wende insgesamt studieren, wie diese Räume des Solidarischen systematisch vernichtet wurden. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil nur in diesen Räumen, und das betrifft ja dann auch die Frage der Arbeitsbeziehung, Arbeitsbelastung und in den Krankenhäusern, wo auch immer,
wenn wir müssen darum kämpfen, dass diese Räume so verändert werden können, dass überhaupt eine Chance für befreiende und solidarische Solidarität entwickelt werden kann. Und dieser Konkurrenzdruck und Wettbewerbsdruck, dieses Gegeneinanderdruck zurückgedrängt wird. Und ich glaube deswegen auch diese Frage der Experimente. Man muss, wir brauchen sozusagen begeisternde Beispiele auch dafür. Was die internationale Dimension betrifft, Uli, da warte ich einfach auf deine Antworten, gebe ich zu. Ja. Aber ich glaube, dass es völlig richtig ist, wir können keine einzelne Frage, deswegen bin ich ja zum Beispiel für den entgeltfreien öffentlichen Personennahverkehr. Es ist ja ganz klar, ihr habt das auch in eurem Buch mit der imperialen Lebensweise deutlich gemacht, die Autogesellschaft ist nicht globalisierbar. Aber was globalisierbar ist, ist tatsächlich die Möglichkeit lokaler, freier Mobilität. Dazu muss man einen Beitrag leisten. Das heißt, bei jedem der Projekte, glaube ich, ist diese Dimension mitzudenken und so weiter und so fort. Friederike, ich sehe das Problem auch. Ich will nur sagen, auch wenn ich mir angucke, was Silke Helfrich geschrieben hat oder auch, es geht ja teilweise auch auf Ostrom zurück, man muss immer unterscheiden, und das ist jetzt nicht einfach materiell, sondern Ressourcensysteme. Ja, wir schaffen auch kulturelle, soziale Ressourcensysteme, natürliche Ressourcensysteme und so weiter. Und das Commoning ist ja ein Wechselverhältnis zwischen der Selbstorganisation bezogen auf die Gestaltung dieser Ressourcensysteme, die aber eben, wie Uli gesagt hat, nicht beliebig verfügbar sind. Sie haben jeweils ihre eigene Dynamik. Und diesen Widerspruch wollte ich nur deutlich machen. Ja, und dass man die anerkennen muss. Bei Autoritäten, ich meine nicht unbedingt, dass alles Mehrheiten haben muss. Also deswegen geht es ja gerade darum, Entwicklungspfade zu öffnen, aber auch was heißt überhaupt Mehrheiten? Also ich verweise immer wieder, für mich war wirklich einer der wichtigsten Bücher, wurde ich ja vorhin gefragt, Rousseau, wo er die Unterscheidung macht zwischen Volonté General und Volonté de Tour, also den Willen der vielen. Ja, das heutige politische System ist doch gespalten. Einerseits bei den Wahlen werden vor allen Dingen wird der Wille der Einzelnen als viele angefragt und wir haben den Willen der herrschenden oligarchischen Gruppen. Die Konstituierung überhaupt von einem Willen, der das Gemeininteresse im Zentrum stellt, ist eine der größten politischen Herausforderungen, die wir überhaupt haben, und zwar auf allen Ebenen. Und man muss das auch voneinander unterscheiden. Also wenn die Frage mal Mehrheit aufgerufen wird, ist es nun die Mehrheit der Meinung der vielen Einzelnen, die ja in ihrer Vereinzelung konstituiert werden, als das weißt du doch besser als ich, als konkurrenzielle Subjekte und so weiter. Daraus kann nie eine langfristig keine nachkapitalistische Gesellschaft werden. Die ist ja genau so, Lohnarbeiter. Der Hauptfeind des Lohnarbeiters ist der andere Lohnarbeiter, sagt Engels. Ja, und das gilt global, das gilt in den und so weiter. Das ist ein Hauptproblem, das wir haben. Und dafür müssen wir müssen politische Formen finden, wie wir diesen Widerspruch, der in alle auch uns selber durchzieht, bearbeitbar machen, ja, solidarisch bearbeitbar machen. Okay, ich hätte jetzt als nächstes Benny und Bini und vielleicht können sich die Leute nicht ganz so lang fassen, vor allem vielleicht auch du, Micha, dann ich glaube, das passiert, aber genau, ich glaube, ja, das ist ein bisschen einfacher zum Nachvollziehen vielleicht. Ja, ich wollte nochmal Aufmerksamkeit lenken auf diese zwei Säulen, also ich habe das jetzt so interpretiert. Es gibt halt diesen Widerspruch zwischen Autorität und Freiheit. Das eine war dann auch irgendwie der Kommunismus, das andere der Anarchismus. Und Stefan und Simon haben ja in ihrem Buch relativ viel Zeit darauf verwendet, das von der kritischen Psychologie dieses Thema zu bearbeiten und halt diesen Widerspruch aufzulösen in so einem Begriff des gesellschaftlichen Menschen. Und das und ich hatte jetzt den Eindruck, dass jetzt ein bisschen, also das, da gibt es natürlich diese beiden Pole irgendwie, aber ich hatte den Eindruck, die werden jetzt so
vorschnell auseinandergerissen, um sie dann hinterher wieder zusammenzubringen. Und also mein Ansatz wäre eher, die sozusagen im Kleinen überall zusammenzubringen, weil sozusagen das, was uns als Menschen ausmacht, ja genau dieser Zusammenhang ist. Also das ist ja in jedem Individuum, ist ja die Gesellschaft drin und die Gesellschaft besteht aus Individuen. Und und deswegen gewinnt man, glaube ich, gar nichts, wenn man das erst auseinanderreißt, um dann wieder zusammenzufügen. Und ja, und generell würde ich auch dieses, und auch auf der globalen Ebene, sorry, ich bin zu lang, aber nur ganz kurz noch auf der globalen, also dieses Globalisierungsthema, das sehe ich halt auch eher so, dass es halt darum geht, dass die Menschheit sich überhaupt erstmal als solche konstituiert. Und deswegen jetzt Fragen, was im deutschen Verfassungsgericht passiert oder so, vielleicht auch gar nicht so entscheidend sind. Das wäre mein Schwerpunkt. Naja. Ich kann daran so ein bisschen anknüpfen, weil ich mochte eigentlich sehr gern, Micha, wie du an den Widersprüchen ansetzt und an den Konflikten. Und das finde ich ein produktives Denken, gerade in Bezug auf die Utopie, das nicht vorschnell zuzumachen. Für mich stellt sich dann die Frage, ein bisschen anknüpfend an das, was Benni sagt, wie fassen wir die Widersprüche und inwiefern sitzen wir vielleicht der Gefahr auf, einen Widerspruch, der in der Gegenwart konstituiert ist, in die Zukunft zu projizieren. Und mir kommt das ein bisschen immer so vor bei dem Widerspruch von Individuum, Gemeinschaft. Das ist jetzt ein bisschen so ein philosophischer Punkt, nur kurz, aber ich hatte das Gefühl, man müsste es mehr fassen als Allgemeinheit Besonderes oder Einheit Abweichung, während diese Figur der Individualität, und das klang für mich so ein bisschen an in deiner Antwort auf Friederike, eine sehr moderne bürgerliche Form ist, die wir vielleicht in dieser Weise nicht erhalten müssen, aber vielleicht auch nicht unbedingt wollen. Und das wäre mein zweiter Punkt nochmal bei deiner Übertragung dieses Marx'schen Kapitalgesetzes auf die befreite Gesellschaft. Da sprachst du ja von der Entwicklung oder Zunahme des gesellschaftlichen Reichtums, Zunahme des individuellen Reichtums, ne, oder so. Und das ist meine Frage, wollen wir das im Vorhinein schon festschreiben, dass es diese Zunahme braucht? Es gibt ja von Adorno diesen schönen Satz, wo er sagt, die befreite Gesellschaft kann auch Möglichkeiten ungenutzt lassen. Wäre das nicht vor der ökologischen, vom Hintergrund der ökologischen Katastrophe auch eine Option, einfach kein Wachstum zu denken? Gut, das Letzte will ich klar beantworten. Mir ging es nicht um Wachstum. Was man da auch immer unter bereichert, also versteht, ich finde, also jetzt auch persönlich gesprochen, mich bedrückt zutiefst, dass meine Generation wissend um diese ganzen Probleme vor 1990, nach 1990 nicht in der Lage war, eine Entwicklung einzuleiten, die die jetzigen katastrophalen Zustände hätte verhindern können. Das liegt mir wirklich schwer auf der Seele. Also ich werde eine Welt hinterlassen, die nicht schöner ist als die, die ich vorgefunden habe. Das ist doch ein enormes Problem. Das will ich nur sagen. Ich bitte das jetzt nicht als Wachstum zu verstehen. Die individuelle Entwicklung ist sowieso kein Wachstum. Das wäre ja Unsinn. Und die Frage der Gemeingüter, es geht doch einfach darum, dass die Welt schöner, reichhaltiger, mehr Lebensmöglichkeiten vielleicht enthält, wenn wir sie verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Okay, bei der Frage der Individualität, das ist ein, wisst ihr ja selber, langes Thema. Ich will nur, der Mensch ist anthropologisch das zugleich das Wesen unter allen Tieren, das am stärksten sozial und am stärksten individuell ist. Und das ist sozusagen eine Grundkonstante unserer Seins. Das hat mit Kapitalismus erstmal nichts zu tun, nimmt dann die Form von der bürgerlichen Individualität an, wissen wir alles. Aber trotzdem, ich neige jetzt erstmal dazu, in dem Vortrag auch die Widersprüche und auch die Gegensätze zuzuspitzen, weil wir immer wieder versagt haben als Linke, uns diesen Widersprüchen zu stellen. Das ist auch das, was also bezogen auf Benni dann betrifft. Natürlich ist der Mensch ein gesellschaftliches Wesen, aber zugleich ist die Gesellschaft eben eine Art von Sozialstruktur, die so in der
im Tierreich nicht gibt, die nämlich aus hochindividualisierten Akteuren besteht. Und das muss man austragen. Ich will zum Abschluss dazu zitieren, einer, der in New Harmony dabei war, 1825, schrieb hinterher: Wir hatten eine Welt im Kleinformat geschaffen. Wir hatten die Französische Revolution wieder und wieder durchgeführt, nur mit verzweifeltem Herzen anstelle von Leichen als Resultat. Dann sagt er, es schien, als hätte der natureigenes Gesetz der Vielfalt uns besiegt. Unsere vereinigten Interessen waren im direkten Krieg mit den Individualitäten der Personen. Also da wird es ganz deutlich am Konkreten, man kann es am Kibbutzbewegung sehen, man kann es an vielen anderen, dass wir Formen finden müssen, und zwar auf allen Ebenen, uns dieser Härte der Widersprüche zu stellen. Und vielleicht gehe ich da zu weit. Ich gehe deshalb zu weit, weil andere meines Erachtens zu kurz gehen dabei. Okay, ich hätte jetzt mich gewagt draufzusetzen, weil und dann ist dann wäre Almut. Genau. Okay. Vielleicht kann ich mit diesem wir mögen ja den Interessensbegriff nicht so gerne, aber ich verwende ihn jetzt einfach, um in der Diskussion besser drin zu bleiben. Vereinigte Interessen gegen individuelle Interessen und die Frage nach Zwang, die Almut ganz am Anfang noch gestellt hat, mit können wir nicht Formen finden, dass diese Interessenskonflikte oder Interessensgegensätze gar nicht so stark werden oder so etwas und dann gar nicht so eine Autorität und so einen staatlichen Zwang oder so brauchen. Daran würde ich gerne anschließen, weil ich glaube, diese Mischmasch-Theorien, die so ein bisschen Commons nehmen und ein bisschen Staat und ein bisschen Markt und dann noch so ein bisschen, ich würde sagen, da hast du einfach den Care-Bereich reingepackt in die Selbstversorgung oder so etwas, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall fehlt der. Das gibt alle Bereiche, gebe ich zu. Hm? Meine Erfahrungen aus dem Realsozialismus sind, meine Erfahrungen, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist, dass der einfach daran gescheitert ist, dass es gerade diese Interessensgegensätze gab, dass die Betriebe, wie kapitalistische Betriebe auch, vor allem für den Tauschstand produziert haben und denen es halt vor allem darum ging, dass sie ihre Boni nach Hause fahren und so weiter. Und das heißt, sie haben sich halt nicht als erstes darum gekümmert, dass gute Produkte dabei rauskommen oder dass sie die Lieferfristen einhalten, sondern dass sie individuell daraus also für sich Profit schlagen. Und das würde ich den Leuten auch gar nicht vorwerfen, sondern das wurde ihnen ja aufgezwungen. Die sind ja da nicht da, weil sie da unbedingt produzieren wollen und Bock haben, Bügeleisen herzustellen, wie Bini sagen wir, mit dem Beispiel, sondern weil sie da sein müssen und da arbeiten, um ihr Auskommen zu sichern. Dass sich solche Leute sowohl im Staatskapitalismus, also im Realsozialismus, als auch im normalen Kapitalismus dann nachher dazu zwingen muss, ökologisch zu produzieren und sich an die Gemeinschaft zu orientieren und an Gebrauchswerte zu orientieren und so weiter, wenn das die Konkurrenz im Marktkapitalismus nicht genügend macht. Im Realsozialismus gab es die ja gar nicht, darum waren die Produkte da, glaube ich, noch weiter weg von Gebrauchswertorientierung, zum Teil zumindest. Dann rechtfertigt man die Autorität damit, dass man ein gesellschaftliches System gebaut hat, das schon ziemlich scheiße ist, nämlich das auf Geld und Tauschwert und Arbeitszwang beruht. Also so, und dann braucht man Autorität. Okay, so weit, so gut. Ich spitze das mal zu. Und mein zweiter Punkt ist gerade diese Mischmasch-Theorien. Ich mag die wirklich nicht so gerne, wenn man irgendwie glaubt, dass man in Gesellschaft, ich nenne die auch Kuchenback-Theorien, dass Gesellschaftsform so funktioniert als MarxistInnen, dass man da einfach Sachen so mischt. Und dann sagt man, 20% organisieren wir per Commons und 20% per Staat und 30% per Markt und so weiter. Und ich glaube, das funktioniert nicht so richtig. Die Commons gehen unter, wenn der Markt und Staat zu stark ist, weil die darauf aufbauen, dass Menschen freiwillig dazu beitragen. Und das machen die nicht, wenn sie arbeiten müssen, um ihr Auskommen zu sichern, wenn ein Großteil der Güter über Leistung verteilt wird und so weiter. Darum würde ich ja immer dafür plädieren, dass es nur die Verteilung über Bedürfnisse es ermöglicht, unsere Widersprüche die Widersprüche, die es da noch gibt in den Bedürfnissen, so auszutragen, dass sie halt nicht zu Gegensätzen werden, sondern wir gemeinsam für Gebrauchswerte produzieren und für Bedürfnisse und nicht mehr nach Tauschwert und Geld und so weiter. Okay, es war jetzt auch lang, sorry. Almut. Ja, ich hoffe, wir kommen im Laufe der Konferenz nochmal zu dem Punkt, über die Begriffe von Bedürfnissen und Interessen zu sprechen. Nur kurz auf Simon eingehen, weil ich umgekehrt es total wichtig finde, da scharf zu unterscheiden, wo eigentlich Interessen am Werk sind und wo Bedürfnisse. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit weg.
Ich möchte auch noch mal ein bisschen pöbeln, sozusagen, und zurückgehen an den Anfang deines Vortrags. Da hast du dich auf Wolfgang Fritz Haupt bezogen und gesagt, dass der Antikapitalismus auch zu hilflos ist. Und das finde ich einen total guten Hinweis. Aber dann ist mir ganz doll aufgestoßen, also dein Wording vor allem. Du hast formuliert, dass es halt so viele gute Sachen gibt, die im Kapitalismus entstanden sind, und hast auch gesagt, dass es die Produktivität des Kapitalismus sei, die das hervorgebracht hat. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, herauszustellen, was für ein menschenverachtendes System der Kapitalismus ist. Es gibt noch kein Denkmal, was der Opfer gedenkt, die im 19. Jahrhundert in Fabriken gestorben sind, inklusive von Kindern, die nicht versorgt werden konnten von ihren Eltern. Und es ist, finde ich, eine ganz unerträgliche Mystifikation, von der Produktivität des Kapitalismus zu sprechen. Denn was produktiv war, sind die Menschen, die den stofflichen Reichtum der Gesellschaften hergestellt haben. Und es ist sozusagen ihre Lebensäußerung in Form, also ihr Tätigsein, was tragischerweise im Kapitalismus deformiert wird zu Arbeit, die sich dann auch noch sozusagen durch die Produkte, die diese menschliche Tätigkeit schafft, sich gegen die Arbeiter selbst wendet. Ihr kennt das bestimmt auch, die Maschinen wenden den Arbeiter an und nicht der Arbeiter die Maschinen. Und ich finde es total wichtig, dass, wenn wir über Utopie reden und dann auch selbstkritisch sind und sagen, der Antikapitalismus ist manchmal hilflos, würde ich trotzdem daran festhalten, dass wir unser Vokabular wirklich auch scharf halten gegen den Kapitalismus, denn das ist das, was wir brauchen. Und ich glaube, dass uns Marx da weiterhilft, aber es gibt so viele unterschiedliche Interpretationen von Marx, und da möchte ich gerne nochmal dafür werben, dass man da sein begriffliches Instrumentarium schärft. Und du hast zum Beispiel gefragt, Michael, also die Frage, die du dir gestellt hast, ist, wie erscheint der Reichtum im Nachkapitalismus? Und ich würde sagen, auf der Grundlage von Marx erscheint der Reichtum gar nicht mehr, weil es nichts mehr gibt. Es gibt kein Wesen mehr, was erscheinen muss, sondern im Nachkapitalismus ist der stoffliche Reichtum unmittelbar da. Und es ist eine Frage von, was wollen wir produzieren, warum und wie? Und dann ist es die Frage, wie verteilen wir? Aber das, was im Kapitalismus ja passiert, ist, dass es einen stofflichen Reichtum gibt und einen abstrakten Reichtum, nämlich den Wert, der dann Gestalt annimmt in Form des Geldes, was sich dann wiederum gegen die Menschen richtet und unsere Gesellschaftsformation ausmacht, weil die Privatproduzentinnen getrennt sind und äußerlich über diese fetischistische Form des Geldes nachträglich wieder vereint werden müssen. Und ich finde es sehr wichtig, das klar zu haben, was sozusagen genau das Problem am Kapitalismus ist. Und es ist, wie Binny Adamczyk, finde ich, das wunderbar formuliert hat, es ist diese Art der Beziehungsweise von Monaden, von Individuen, die im schlechtesten Sinne aller Sinne miteinander vereint sind, nämlich über tote Arbeit, die sich in Geld verkörpert. Und gerade deshalb bin ich auch super skeptisch, sich mit den Formeln, die Marx im Kapital entwickelt, dass man die positiv benutzt und positiv mit denen arbeitet, da würde ich dringend von abraten. Marx hat im Kapital eine Kritik der politischen Ökonomie, und zwar eine kategoriale Kritik entwickelt, und zeigt sozusagen, wie diese Kategorien miteinander verbunden sind, wie die arbeiten gesellschaftlich. Und was das eigentlich für eine Absurdität ist, dass es diese Kategorien überhaupt gibt. Und deshalb, glaube ich, können wir für Utopien mit den Formeln, egal in welcher Abwandlung, nicht weiterkommen. Micha, du kannst gerne antworten, wenn du willst. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Das sieht man erstmal zu dir. Klar, man kann immer sagen, man ist für das reine Roggenbrot. Man kann aber natürlich auch die Frage stellen, ob nicht eben gerade der Reiz nach kapitalistischer Gesellschaften darin besteht, dass sehr verschiedene Formen in einer möglichst solidarischen und möglichst emanzipatorischen Weise miteinander verknüpft werden. Das ist, also ich neige also eher zur Theorie der Vielfalt und das auch auszuprobieren. Wir wissen es nicht, aber zu öffnen, das auszuprobieren, was ich sagen kann historisch, ist, dass alle Versuche, es nach einem Prinzip durchzugestalten, bisher gescheitert sind.
Das betrifft ja auch, zum Beispiel, man muss sich ja angucken, wie der Kibbutz evolviert ist. Ja, der klassische reine kommunistische Kibbutz, der schrittweise dann Mischformen angenommen hat. Und wenn Frieder Haug, um jetzt mal Sie zu nennen, von der 4-in-1-Perspektive spricht, also vier verschiedene Lebensformen sozusagen im Alltag zu verbinden, ist das auch so ein Ansatz. Also ich würde wirklich die, gerade bei Utopien doch vorschlagen, den Raum zu öffnen und die Kritik am Kapitalismus mit daran festzumachen, dass er uns diese Vielfalt so schwer macht oder teilweise unmöglich macht. Insofern habe ich da einen prinzipiell anderen Ansatz. Und ich glaube auch, dass wir selber viel zu widersprüchlich und auch gemischte Wesen sind in unserem selber, dass wir uns einer Grundform so einfach unterordnen würden. Okay, auch historisch widerlegt. Das Zweite ist, Almut, das ist ja eine ganze Reihe von Fragen. Ich habe auch bewusst Haug zitiert, weil ich das eine ungeheure Provokation sehe. Aber dahinter steht die Erfahrung, dass, wenn wir jetzt mal Produktivität im Sinne von Entwicklungsfähigkeit übersetzen, ja, und Beitrag zu neuen Lebensmöglichkeiten, dann, das muss ich jetzt einfach mal sagen aus der DDR, das war das eigentliche Problem, was wir hatten. Ja, die Partei, der ich angehörte, war nicht entwicklungsfähig und viele andere Bereiche. Ich glaube auch nicht, dass die Leute nicht deswegen aus den Betrieben was rausgetragen haben, weil sie Lohnarbeit machen wollten, sondern weil sie eigentlich unter diesen Bedingungen einfach nicht gut, wirklich gut arbeiten konnten. Die waren sehr stark gebrauchswertorientiert. Okay, aber das nur nebenbei. Was den Kapitalismus betrifft, Menschen waren ja vorher auch fleißig. Das ist auch gar keine Frage. Also die Frage ist, ob mit dem Kapitalismus etwas in Bewegung gekommen ist. Und ich habe vorhin Robert Owen zitiert, das war ja seine Grunderfahrung. In New York hat er gesehen, dass er Möglichkeiten hat, und durchaus, er hat dann Kinderarbeit verboten und so weiter und so fort. Er hat Schulwesen aufgebaut, er hat den Wohnungsbau vorangetrieben, Parkanlagen vorangetrieben und so weiter. Das, was ich genannt habe, die kommunistischen Fundamente der Moderne ausgebaut. Aber er hat gesehen, damit sind Möglichkeiten, und das steht auch bei Marx drin, für freie Zeit, freie Entwicklung, ja, sind geschaffen worden, Entwicklungsmöglichkeiten. Und das war in den vorkapitalistischen Gesellschaften viel schwieriger. Da müsst ihr jetzt reden, was vorkapitalistische Gesellschaften sind. Der letzte Punkt, wie man Wesen erscheint nicht im Sozialismus. Es gibt hoffentlich wenige Scheinformen in einem Sozialismus, aber ich glaube trotzdem, dass der Wesenszusammenhang einer Gesellschaft immer in sehr verschiedenen widersprüchlichen Formen erscheinen wird. Wir benutzen übrigens ständig, zumindest in meiner Tradition, aus dem man auch, ihr habt das gemacht, Simon, in eurem Buch, die Formel von der freien Assoziation, in der die freie Entwicklung des Einzelnen zur Bedingung der freien Entwicklung aller wird. Das ist genau eine solche Formel. Ja, die kann man jetzt hin und her drehen, dann kommen dabei zwei Formeln raus, das ist egal. Aber ich glaube, dass diese Formeln den Sinn haben, den Zweck einer Gesellschaft auf den Punkt zu bringen. Insofern würde ich das nicht a priori ablegen, sondern würde fragen, bringen diese Formeln was, um die Widersprüchlichkeit der Zwecke einer sozialistischen Gesellschaft erkennbar zu machen? Und der stoffliche Reichtum ist noch lange nicht der Reichtum der individuellen Entwicklung, wie wir wissen, oder auch der Reichtum der gemeinschaftlichen Lebensgrundlagen. Das muss eben erstmal geformt und übersetzt werden. Also das sind auch im Sozialismus oder in der nachkapitalistischen Gesellschaft, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Aber darüber müssten wir hoffentlich mal gemeinsam sehr lange diskutieren können. Vielen Dank. Ich habe im Moment keine Meldungen hier. Also ich würde euch nochmal einladen. Ihr könnt euch gerne noch melden. Ich würde sagen, wir machen so bis 25 und dann hören wir auf. Und dann haben wir eine schön lange Pause. Ach, genau. Wenn das soweit okay ist, aber Leute können gern schon früher gehen. Also ich will dann logisch, also das muss ich glaube ich nicht dazu sagen. Genau. Dann würde ich, Friederike. Ja, wenn ich darf, dann mache ich nochmal kurz. Also auch bei dem Beispiel Kibbutz, ich kenne mich nicht so aus, aber
die Umsonstbewegung oder jetzt eben Commons baut ja auch auf der Erfahrung auf, dass eben diese Mischformen eben nicht funktionieren, weil so wie die Tauschlogik reingelassen wird, sie sich halt reinfrisst in die Projekte. Also es ist für mich eigentlich eher ein Gegenbeispiel, dass man es nicht mischen kann. Aber der wesentliche Punkt ist für mich die Analyse, die ja Rosa Luxemburg gemacht hat. Also ich meine, du bist ja nun der Rosa Luxemburg-Experte eigentlich, dem erzähle ich das. Aber ich meine, dass sie gezeigt hat, dass der Kapitalismus darauf basiert, dass er die ganze Zeit massivst Rohstoffe, massivst neue Absatzmärkte, massivst Arbeitskräfte, die in Subsistenzökonomie vorgelebt haben und auf diese Art und Weise halt, das zeigen ja auch bis hin zu den allerneuesten Schätzungen, wie groß sozusagen der Bereich ist, der bislang noch nicht im Bruttosozialprodukt monetären Wertströmungen entspricht, also erfasst ist, reingezogen wird in den Kapitalismus. Und das ist ja genau der Grund, weshalb es eben nicht nebeneinander existieren kann. Und das ist auch der Grund, weshalb der Kapitalismus so wahnsinnig wachsen konnte. Und deshalb war ich Almut eben auch sehr dankbar, wobei du jetzt eben auf das Leid der ArbeiterInnen verwiesen hast. Ich würde eher nochmal auf das Leid derjenigen, die sozusagen die ganze Zeit ausgequetscht worden sind, ohne überhaupt sichtbar zu werden in diesem ganzen System verweisen. Und ich weiß, dass ich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Diskussion gab, dass hinterher dann auch einen Artikel zu gab, wo ich da so einen Vergleich gemacht habe zwischen dem Kapitalismus, der immer so angesehen wird wie so ein Rambo. Also man findet es nicht so gut, dass er immer alle Leute umbringt, aber irgendwie ist es ja doch toll. Und davon müssen wir uns freimachen. So, von diesem Verständnis müssen wir uns freimachen, wenn wir wirklich was anderes machen wollen. Vielleicht zwei Bemerkungen, Friederike. Erstens teile ich deine Meinung, konkrete Projekte sollte man möglichst nicht allzu viele, also allzu widersprüchlich konstituieren. Ja? Also das finde ich richtig. Ja? Also wenn du ein wirklich im engeren Sinne Commons-Projekt, dann sollte es austauschfrei sein. Die Frage ist, ob das verallgemeinerbar ist, also ob neben solchen Projekten, die also nach Commons-Prinzipien im engeren Sinne arbeiten, nicht auch andere also Wirtschaftsformen geben muss und geben sollte. Da muss man genau aufpassen, das ist richtig. Sonst überformt natürlich die Tauschform die Commons-Form, richtig. Das Zweite ist, dass du hast auch recht, was Rosa Luxemburg betrifft und die ganze Frage natürlich der Subsistenzwirtschaft, das sagt ja, sie kolonisiert den nicht kapitalistischen Bereich, das ist alles richtig. Zugleich bleibt trotzdem die Frage, und wir sehen das ja auch historisch, wie können wir die Entwicklungspotenziale, die freigesetzt wurden, und man muss die Durchschlagskraft des Kapitalismus und diese grausame Durchschlagskraft und die ungeheure Durchschlagskraft des Kapitalismus einfach ernst nehmen, weil wenn man keine Antwort hat, wie man Formen findet, die in einer völlig anderen, neuen Weise entwicklungsfähig sind. Und das, ihr müsst das einfach begreifen. Ich habe eine Gesellschaft, die in Stagnation gemündet ist, erleben müssen. Ja, wenn wir das nicht hinbekommen, entwicklungsfähige Formen, das ist das eigentlich Entscheidende, dann sind wir verloren. Das muss man eben einfach suchen, Wege, Formen. Und ich bin dafür, diesen Suchprozess möglichst offen zu halten. Und eine letzte Bemerkung nur, angesichts der ungeheuren Probleme bin ich wirklich dafür, eine Mehrfachstrategie zu fahren, wie ich gesagt habe, also radikale Reformen, diese Keimformen versuchen, andere Alternativen möglichst auszubauen und bereits und auch Widerstand zu leisten, das miteinander möglichst produktiv miteinander zu verbinden. Und dann werden wir sehen, was sich daraus ergibt. Aber ich glaube persönlich nicht, dass es richtig wäre, alles in eine Richtung zu investieren, sondern diese verschiedenen, auch gegensätzlichen Kampfformen miteinander möglichst solidarisch zu verbinden. Okay, das ist doch ein schönes Abschlusswort, würde ich sagen, oder? Du warst gemeint. Super, gut. dann würde ich sagen, wir machen hier das Ende von dieser Veranstaltung. Es geht dann um 17:30 Uhr weiter
mit Beanie